Zu einem neuen Video hier auf unserem Sportwetten-Kanal. Herzlich willkommen zu Tim und Kais Wettbüro. Allerdings heute ohne Tim. Ich werde mal heute wieder die Folge alleine drehen. Das ist nicht weiter schlimm, denn wir haben heute super viele interessante Themen im Angebot. Zum einen darf natürlich meine Spieltagsanalyse nicht fehlen zum 21. Spieltag. Da habe ich mir zwei Partien rausgepickt, die meiner Meinung nach auch wetttechnisch sehr interessant sind. Da werde ich erste Ideen zu preisgeben. Titelthema soll allerdings sein unser Wettanalyzer, der jetzt auch schon seit ein, zwei Jahren auf dem Markt ist. Viele kennen ihn schon, viele haben ihn auch schon, aber er ist jetzt nochmal komplett überarbeitet worden. Er strahlt im neuen Design und es ist tatsächlich so, wie es dort steht, komplette Analyse von Fußballspielen auf Knopfdruck. Und warum auch für euch der Wettanalyzer extrem interessant ist, vor allen Dingen ein Tool ist, was ich schon fast gar nicht mehr missen will in meiner Analyse, in meiner Vorschau auf die Spiele, das verrate ich euch gleich. Deswegen bleibt dran, ganz am Ende des Videos gibt es noch einen ganz interessanten Wink, der in den nächsten Wochen wahrscheinlich von uns dann veröffentlicht wird. Also es ist für Spannung garantiert. Los geht's nach dem Intro. Und dann starten wir mal rein. Und alle, die den Wettanalyzer schon kennen, für die ist das jetzt nichts Neues, was ich erzähle. Der Wettanalyzer ist tatsächlich ein Produkt, was vom Wettscheinservice hergestellt und auch programmiert wurde. Ich weiß, dass es viele von diesen dubiosen Wettanalyzern auf dem Markt gibt. Da muss man dann am besten nur eben das nachtippen, was der Wettanalyzer ausspuckt. Ja, das kann man machen. Allerdings unterscheidet der Wettanalyzer vom Wettscheinservice sich da nochmal ganz vehement von, denn das Ganze basiert nicht auf irgendwelchen Excel-Dateien, sondern es ist, ist eine komplette Web-App, die mittlerweile auch auf allen Endgeräten nutzbar ist. Also die könnt ihr über das Smartphone nutzen, über das Tablet nutzen oder einfach über den Browser. Und wenn ihr euch in dieses Paket einbucht, das könnt ihr monatlich machen oder ihr könnt auch eine Einmalzahlung tätigen, dann habt ihr den Wettanalyzer ein Leben lang und ihr werdet ihn dann wahrscheinlich auch nicht mehr missen wollen. Da bekommt ihr quasi den Direktzugang und könnt dann auch Fußballspiele auf Knopfdruck analysieren. Das Ganze fußt auf mathematischen Wahrscheinlichkeiten und im Hintergrund ist eine gigantische Datenbank einfach hinterlegt, die sich auch in Echtzeit aktualisiert, wo unser Wettanalyzer darauf zugreift und dann die Daten da rauszieht und vollautomatische Berechnungen halt anstellt über die einzelnen Spieler. Also es geht hier um Wahrscheinlichkeitsrechnungen im engeren Sinne. Und was kann der Wettanalyzer alles und welche Wettarten präsentiert er? Da geht es zum einen um die zu erwartenden Tore über Unter- und Untertore-Wetten, erste Torwahrscheinlichkeiten, doppelte Chance, aber auch noch ein bisschen mehr. Und ich kann natürlich viel erzählen. Ich würde einfach mal sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, so wie er aktuell aussieht, denn es wurde viel überarbeitet und ich finde, das Design ist mittlerweile wirklich klasse, so ein Produkt sucht, denke ich, seinesgleichen. Wie gesagt, keine komplizierte Excel-Tabellen ausfüllen, sondern alles in einem schönen Design an einem Platz haben. Schauen wir einfach mal rein. Über den Browser. Wenn ihr euch in das Paket eingebucht habt, bekommt ihr Zugangsdaten zugeschickt, individuelle Daten und dann könnt ihr euch auch hier einloggen. Das ist quasi die Startseite des Wettanalyzer. Und was jetzt wirklich interessant ist, ist das, was hier oben steht. Denn ihr könnt natürlich die Spiele analysieren, da komme ich jetzt gleich zu, aber es gibt auch noch zwei interessante andere Button. Das sind die Quotenstars und das ist die höchste Wahrscheinlichkeit. Quotenstars klicke ich einmal drauf, da könnt ihr, wenn es mal ganz schnell gehen muss, quasi angeben, in welchem Quotenbereich ihr Spiele suchen wollt. Also wenn ihr zum Beispiel eine Quote im Bereich von 1,8 bis 2,2, also den klassischen Verdoppler, spielen wollt, dann könnt ihr das hier eingeben, gelangt dann auf einen Knopfdruck zu den attraktivsten Quoten, wo wir dann in diesem Quotenbereich sind und habt dann auch immer die Wahrscheinlichkeit dazu, ja, wie wahrscheinlich es dann ist, dass dann auch dort ein Treffer gelandet wird. Wie gesagt, sind mathematische Wahrscheinlichkeiten. Es ist ja so, mein Analysekonzept fußt ja immer auf drei Säulen. Eine Säule ist sicherlich die Statistik-Ecke und die mathematische Wahrscheinlichkeit, die durch den Wettanalyzer hervorragend abgedeckt wird.
Die andere Säule ist natürlich die unerlässliche, dass man Fußballspiele einfach guckt. Viele Fußballspiele gucken erfordert natürlich sehr viel Zeit. Deswegen nehme ich das für euch ab. Da würdet ihr dann in meiner Premium-Gruppe auch von profitieren. Und die andere Säule ist natürlich die tagesaktuelle. Das heißt, was ist in den Mannschaften los? Verletzte Spieler, Corona, Form, Zuschauerbeschränkungen etc. Aber heute soll es mal nur um diese Statistiksäule gehen. Also das ist einmal, sind einmal die Quoten Stars. Wer das mag, kann es hier machen, seinen gewünschten Quotenbereich eingeben. Das Programm spuckt einem dann sofort die Quotenbereiche aus, die es sich lohnt anzuspielen. Man kann auch auf höchste Wahrscheinlichkeiten gehen. Da sieht man die, sage ich mal, im absoluten Niedrigquotenbereich haben natürlich dann auch die höchsten Wahrscheinlichkeiten mathematisch gesehen. Und vor allen Dingen ist das ganz interessant, denn das ist sicherlich auch ein Analyse-Tool oder eine Datenbank, die so auch Buchmacher zur Verfügung haben. Natürlich jetzt nicht in diesem Design, aber natürlich sind die Quoten, die gesetzt werden von den Buchmachern, auch abhängig von mathematischen Wahrscheinlichkeiten und darauf fußt eigentlich auch dieses Programm. Jetzt komme ich aber mal zum Herzstück und das ist tatsächlich das Spieleanalysieren von einzelnen Spielen. Und wenn man die Seite aktualisiert, dann kann man hier auf Wählen Sie das Spiel gehen und dann findet man alle Spiele, die so circa in den nächsten 24 bis 48 Stunden angeboten werden. Man sieht hier vorne immer aus welchem Land, also zum Beispiel hier England, Algerien. Das sind alles Fußballspiele, also es dreht sich hier nur um den Fußball. Man sieht das aktuelle Datum, 3.2. und auch die Uhrzeit, die dann auch mit Deutschland konform geht. Also 14.30 ist tatsächlich auch hier 14.30 und so kann man diese ganze Liste durchgehen. Man sieht hier eine elendig lange Liste an Fußballspielen weltweit, die jetzt bis 3 Uhr nachts ist es jetzt hier prognostiziert. Das heißt, ja, in etwa haben wir so 24 Stunden, die nächsten 24 Stunden, was da für Spiele stattfinden. Und ich picke mir jetzt mal hier ein Spiel raus, was jetzt auch, denke ich mal, eine breite Öffentlichkeit interessiert. Das sind die Cup-Spiele in der Copa del Rey. Und da gucken wir uns einfach mal hier Real Sociedad gegen Real Betis an. Ich klicke da drauf. Der Wettanalyzer hat das Spiel hier übernommen und dann klicke ich auf Spiel analysieren. Und zack, kriegen wir die mathematischen Wahrscheinlichkeiten hier raus. Jetzt hat man hier einmal eine grobe Statistikecke aus der Liga. Tabellenplatz, wie gesagt, ist immer alles tagesaktuell. Die Punkte, interessant, die Statistiken. Und was ich interessant finde, auch hier die letzte Form in den letzten 6 Spielen. Und da sieht man tatsächlich, dass Real Sociedad bei ihren Heimspielen nicht mehr so eine gute Form haben wie noch in der Gesamtstatistik. Das heißt, hier ist Vorsicht geboten und Real Betis hat dagegen eine ausgeglichene Form, was Auswärtsspiele angeht. Und das kann man halt in diesem kleinen Kasten hier sehen. Dann hat man hier die ganzen Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Man hat hier einmal die doppelte Chance, ist ganz interessant, weil laut mathematischer Prognose ist hier die X2 wahrscheinlich, aber die 2 ist sogar relativ hoch quotiert bei diesem Spiel. Wir werden uns das einfach in der nächsten Woche mal angucken, ob Real Betis tatsächlich hier das X2 dann auch geschafft hat. Dann hätte auf jeden Fall diese mathematische Wahrscheinlichkeit recht gehabt, wobei natürlich 70% auch keine 100% sind. Aber so berechnet halt dieses Programm die ganzen Dinge. Ja, hier hat man noch ein Balkendiagramm dazu. Erstes Tor ist hier in diesem Spiel eher eine Münzwurfentscheidung. Ganz interessant ist dieser Torwettenbereich. Und es gibt ja Spieler, die fast nur auf Torwetten gehen. Und da ist dieses Tool eine Mega-Hilfe. Denn wir haben hier die mathematische Wahrscheinlichkeit für die erwarteten Tore in diesem Spiel. Und hier sieht man, dass wir uns im Bereich von 1 bis 3 Toren bewegen. Die höchste Wahrscheinlichkeit haben hier 2 Tore in diesem Spiel. Und was ich am allergenialsten finde, ist eigentlich dieser Bereich der Über- und Untertore. Hier kann man zum Beispiel auch im Bereich Kombi-Wetten cool was machen. Also wir haben hier eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, über 80%, dass unter 3,5 Tore fallen. Halte ich auch für relativ wahrscheinlich. Real Sociedad in den letzten Spielen kaum mal über 3,5 Tore gefallen. Ist dazu noch ein Pokalspiel, gehen vielleicht beide Mannschaften taktisch ran. Die 1,24 ist jetzt nicht eine Weltquote, allerdings für eine Kombi ganz interessant. Also
wenn man jetzt schon mal ein Spiel hat und dann will man eine Zweierkombi bauen, dann nimmt man diese 1,24 mit. Wie gesagt, wir schauen einfach mal in der nächsten Folge, was dann bei diesem Spiel rumgekommen ist. Halten natürlich hier die Wahrscheinlichkeiten im Hinterkopf. Aber wenn man jetzt auch auf die Line geht, unter 2,5 oder über 2,5, dann tendiert das Programm hier deutlich dafür, lieber auf unter 2,5 Tore zu setzen, zu einer Quote von 1,65. Und die könnte man natürlich dann auch mal als Einzeltipp anspielen. Also, das ist sehr interessant hier, um schon mal sich vorab zu informieren, wie mathematisch wahrscheinlich denn bestimmte Spielausgänge sind oder auch wie das Spiel vielleicht eventuell laufen kann, ob wir hier eher viele oder wenig Tore erwarten. Auch was die Tendenz angeht im Bereich doppelte Chance. Also das Programm sagt eher wenig Tore und eher Tendenz Real Betis. Das schauen wir uns einfach mal an in der nächsten Folge, ob es denn recht gehabt hat. Und das könnt ihr einfach durchexerzieren mit jedem Spiel, was so ziemlich heute in der Fußballwelt stattfindet. Zu viel erzähle und das Video zu lang wird, aber es ist einfach auch ein interessantes Thema, dieser Wettanalyzer. Da könnte man sicherlich auch noch ein bisschen länger drüber quatschen. Wenn ich euer Interesse geweckt habe, dann schaut einfach mal unter das Video. Dort wird dann der Anmeldelink zum Wettanalyzer veröffentlicht. Also ich finde das Programm einfach genial, vor allen Dingen ist auch viel Entwicklungszeit mit eingeflossen in den letzten Jahren, um es einfach noch mehr zu optimieren. Und ja, einen kleinen Einblick habt ihr jetzt bekommen und würde mich freuen, wenn ihr dem Ganzen mal eine Chance gebt. So, kommen wir weiter zu einem Herzstück dieses Videos, denn das ist meine Analyse bzw. die ersten Ideen zum 21. Spieltag der Bundesliga. Ob ich diese Wetten dann tatsächlich so abgebe, das werde ich dann in meiner Premium-Gruppe veröffentlichen, wo wir natürlich auch noch auf die anderen Spiele eingehen. Also es hat schon Grund, warum ich jetzt hier nicht alles analysiere, denn es gibt auch viele Spiele an diesem 21. Spieltag, die sind schon sehr, sehr tricky. Ich sag mal, Dortmund-Leverkusen ist so ein Spiel. Da gibt es auch noch ein paar mehr, wo ich auch keine klare Tendenz ausmachen kann, aber die natürlich trotzdem irgendwie auch interessant sind. Wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Wettwochenende werden. Und wir schauen jetzt mal zum Spiel Bayern gegen Leipzig. Dort ist meine erste Idee Asian Handicap minus 1. Das heißt, wenn die Bayern mit einem Tor Unterschied das Spiel gewinnen, würde es Cash-out geben, also Geld zurück, Cashback. Und wenn die Bayern dann mit zwei Toren oder mehr gewinnen, dann wäre auch diese Wette gewonnen. Und ich finde, das kann man ganz gut anspielen zur Quote von 1,625. Denn die Bayern sind in meinen Augen klar favorisiert. Jetzt werden sicherlich welche kommen und sagen, du, Leipzig ist doch unter Tedesco sowas von formstark, viele Punkte geholt. Das stimmt einerseits, Leipzig hat viele Punkte geholt und wenn man jetzt so will, kann man sagen, die Formkurve geht bei Leipzig deutlich nach oben und Leipzig ist jetzt wirklich ein ernstzunehmender Gegner für die Bayern, aber glaube ich nicht. Und da ist wieder eine der Säulen. Ihr müsst die Spiele gucken. Und ich habe die Leipzig-Spiele geguckt. Und Leipzig spielt einfach keinen besseren Fußball als noch unter Marsch. Das Spiel zum Beispiel in Stuttgart hätte Leipzig niemals mit 2-0 gewinnen dürfen. Also da war Leipzig wirklich schlecht im Defensivverbund. Da hat nur Gulacsi Leipzig gerettet. Und das ist auf viele Spiele zu projizieren in den letzten Wochen von Leipzig. Ich finde, Leipzig hat sich fußballerisch nicht weiterentwickelt unter Tedesco. Sie stehen ein bisschen kompakter und spielen ein bisschen ergebnisorientierter. Das kennt man ja auch noch von der Schalke-Zeit von Tedesco. Aber ein Tedesco wird Leipzig fußballerisch nicht weiterentwickeln können und früher oder später wird dieses Projekt scheitern. Das ist meine Meinung dazu. Und Leipzig ist dazu noch chronisch auswärts schwach. Und bei den Bayern kommen die Spieler wieder zurück. Ja, der Trainingsplatz hat sich gefüllt in den letzten Tagen. Was den Bayern auch richtig gut getan hat, dass wir ja eine Länderspielwoche hatten, wo in Europa keine Länderspiele stattgefunden haben. Das heißt, es konnten mal vernünftig trainiert werden. Die Angeschlagenen konnten sich erholen. Für mich ist Bayern einfach auch gerade in diesem Spitzenspiel mit der ganzen Erfahrung, mit der Galligkeit, der klare Favorit in diesem Spiel. Eine Überraschung traue ich Leipzig einfach hier nicht zu. Und deswegen kann man das Asian Handicap minus 1 gut anspielen, weil ich hier schon mit einem Bayern-Sieg rechne. Und wenn Bayern erstmal 1-0 vorne liegt, ja, wir wissen es, Leipzig wird irgendwann öffnen müssen und da sind die Bayern einfach gnadenlos. Deswegen Bayern-Spiele, wo Bayern mal in Front liegt,
dass es dann das Spiel mit 2 oder 3 Toren Unterschied ausgeht, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Und das zweite Spiel, Augsburg gegen Union Berlin. Union Berlin hat jetzt Max Kruse verloren. Und jetzt ist natürlich die Frage, oh, wirft das jetzt Union Berlin zurück? Ich habe in dieser Saison schon häufig den Gedanken gehabt, das wirft Union Berlin jetzt total zurück, vor allen Dingen auch wegen der Dreifachbelastung in der Conference League, und Union Berlin hat mich immer Lügen gestraft, weil dieses Team einfach so kompakt aufgestellt ist, so einen guten, relaxten Trainer hat, der so gut moderieren kann, dass Union Berlin, es gibt kaum mal ein Spiel, wo Union Berlin wirklich schwach ist. Also das Spiel in Fürth, was sie 1-0 verloren haben, das war schwach, aber ansonsten kann ich mich an kaum ein Spiel zurückerinnern. Union Berlin ist ein Team, was einfach sehr, sehr, sehr schwer zu schlagen ist, eben weil es so kompakt steht, weil es immer wieder aufs Neue überrascht. Und man hat mit Michel von Paderborn jetzt auch natürlich keinen 1:1 Ersatz für den abgezockten Kruse gefunden, aber trotzdem sehr, sehr guten Spieler. Einer der besten Spieler der zweiten Liga, der kommt in Topform und wahrscheinlich kann er direkt weiterhelfen. Und Union Berlin würde ich wirklich diese Saison nicht mehr unterschätzen, und für mich sind sie auch der leichte Favorit in diesem Spiel. Augsburg dagegen die letzten 5 Spiele nicht gewonnen. Da geht die Form eher wieder nach unten. Wenn Augsburg irgendwo nochmal gut performt, ist es ja meistens zu Hause. Allerdings ist es schon, traue ich Augsburg aktuell nicht mehr so viel zu. Also Weinziel hat schon häufig genug den Kopf aus der Schlinge gezogen. Und wenn es dann quasi am Abgrund stand, hat Augsburg immer ganz gute Leistungen gebracht. Allerdings wird es auch Augsburg sehr, sehr schwer fallen, dieses kompakte Union zu knacken. Und deswegen hier Asian Handicap 0. Also bei einem Unentschieden würde man dann auch Cashback erhalten. Da gibt es den vollen Einsatz zurück. Kann mir aber auch sehr gut hier den Sieg von Union Berlin vorstellen, weil sie einfach zu abgewichst sind. Und dann wäre die komplette Wette gewonnen. Und dafür gibt es, wenn man das mal leicht aufrundet, eine 1,9er Quote. Hat meiner nach einfach Value, kann man sicherlich mit 1 oder 1,5 Einheiten mal anspielen. Also das sind so meine ersten Gedanken. Wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt, dann kommt in die Premium-Gruppe, da werden wir auch die anderen Spiele noch erörtern. Aber wir haben ja auch an diesem Wochenende, wir haben zweite Liga, wir haben dritte Liga, wir haben Regionalliga, es ist wieder so viel Sport im Programm. Jetzt beginnen noch die Olympischen Winterspiele. Tennis läuft ja sowieso, man kann sich fast vor Sport nicht mehr retten. Aber natürlich macht auch nicht alles Sinn, das anzuspielen. Und da picken wir uns dann die Rosinen raus in der Premium-Gruppe. So zumindest der grobe Plan. Schauen wir mal weiter. Darüber gehe ich jetzt schnell hinweg. Das ist quasi meine Premium-Gruppe. Ich glaube, viele kennen sie schon. Viele sind schon drin. Lest es euch durch, was ihr in dieser Premium-Gruppe geboten bekommt. Basiert natürlich alles auf Telegram. Und ich glaube, es ist eine Gruppe, die findet man so nicht auf dem Markt. Ich war ja auch in zahlreichen Gruppen früher und habe mir das Beste einfach aus den Gruppen mal rausgepickt und dadurch dann meine eigene Gruppe vor Jahren gegründet. Was, glaube ich, diese Gruppe auch Spaß macht, sind die Audio-Podcasts, also die tatsächlich Sprachnachrichten als Analyse, ähnlich so wie ihr es jetzt gerade von mir bekommen habt. Schulungsformate und, also das, was da steht, wird auch wirklich in dieser Gruppe so abgebildet. Wir haben dann eine ganz tapfere Community zusammen, geht mir auch da viel um Kommunikation, nicht einfach nur irgendwelche Scheine rauspfeffern ohne Kommentar. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken, der erste Monat ist rabattiert und die 30% Rendite, das könnt ihr einfach so sehen, das sehe ich immer, wenn ich mein Geld zur Bank bringe, dann kriege ich da vielleicht 1% noch als Zins im Jahr, und wir haben hier eine 30%ige Rendite als Ziel. Und wenn ihr sagt, ich gehe so pro Einheit, und wir spielen pro Schein eigentlich immer 1 bis 2 Einheiten mit 50 Euro rein, dann ist das Ziel tatsächlich 2.000 bis 2.500 Euro im Gesamtjahr als Reingewinn. Und ich glaube, davon kann man sich dann doch mal den einen oder anderen Urlaub erlauben. Da freut sich dann auch die Frau oder halt der Mann zu Hause. Okay, Anmeldelink für die Gruppe gibt es unter dem Video, und jetzt komme ich wirklich zum Ende, sonst flippt der Tim noch aus. Und ich mache die Ankündigung, denn ja, der Wettscheinservice präsentiert euch eine neue Gruppe, die bald entstehen wird, die auch von mir geführt wird, und das ist eine kostenlose Telegram-Gruppe.
Ganz grob, dort wird es dann einen Tipp der Woche geben, der auch so in der Premium-Gruppe kommt, den ihr nachspielen könnt, wahrscheinlich immer zum Wochenende. Da werden aber auch Schulungsvideos oder Schulungsaudiodateien reinkommen. Also das wird eine interessante Gruppe werden, die auch wirklich Mehrwert bietet. Aber dazu gibt es dann im nächsten Video genaueres. Aber haltet das schon mal so im Hinterkopf, dass da wieder was entsteht. Also Stillstand gibt es eh nicht beim Wertscheinservice. Es gibt immer mal wieder was Neues. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Fußballschauen, bei den Tipps und macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder.